So, da sind wir wieder in dem Hauptraum, also diese Schatzkammern, wobei wir jetzt erst drei blaue Steine gefunden haben und es eigentlich vier sein müssten. Außer in einem der Schatzkammern ist halt kein blauer Stein, sondern dafür diese komische Clown-Dingens. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, in welchem der vier die Klaue war. Aber gut. Erstmal gucken wir jetzt, wo wir die blauen Steine überhaupt benutzen müssen. Dazu müssen wir den Ausgang finden. Das sieht aus wie ein Ausgang. Ja, Schatzkammern. Gut. Das heißt, wir gehen jetzt einfach zurück. Unterwegs trinken wir noch ein bisschen was. Und jetzt suchen wir irgendwas, wo wir drei Edelsteine benutzen können. Was auch immer das sein soll. Da ging's hoch. Das war aber nur eine Abkürzung. Waren wir hier schon mal? Also wenn wir von... Ah, hier geht's weiter. Wenn wir von irgendwas richtig viel hätten, dann könnten wir eine kleine Spur legen an Sachen, an Orten, wo wir schon mal waren. Aber wir haben nichts wirklich im Überfluss. Also Essen haben wir zwar eine Menge, aber das wird irgendwann auch noch ausgehen. Oh, apropos ausgehen. Haben Leute Hunger? Ist ja ganz was Neues. Und Wurmfleisch sättigt fast gar nicht anscheinend. Wie schaut es mit dem Apfel aus? Boah, ist okay. Der Rest hat... Doch, du hast Hunger. So, schauen wir mal, was dahinter ist. Ein Weg nach unten. Was haben wir hier? Der Rätselraum. Ich liebe Rätsel, solange es nicht mit Teleportern, Druckplatten oder Fallgruben zu tun hat. Hart wie Stein, blau wie der Himmel. Ein Blitzen in des Frauenauge. Das wird dann wohl einer von den blauen Steinen sein. Macht Klick, das ist schon mal gut. Was haben wir hier? Ich krümme mich, doch ich habe keinen Rücken. Ist da was drin? Wahrscheinlich nicht, wir müssen was reinlegen. Was haben wir hier? Einen goldenen Kopf und Schwanz, aber keinen Körper. Ah, okay. In der Übersetzung macht das wenig Sinn, aber Head and Tail ist Kopf oder Zahl bei einer Münze. Also wird es eine Münze sein, nur welche? Golden. Eine goldene Münze. Davon haben wir ein paar. Und es macht Klick. Schön, soweit ist das ja recht einfach alles. Ich bin alles, ich bin nichts. Das hört sich schon schwieriger an. Was ist alles, was ist nichts? Spiegel? Und das, was aufgegangen? Das war's schon? Wir haben das eine noch gar nicht gemacht. Okay. Ja, aber komm, das machen wir auch noch. Vielleicht gibt es irgendeinen Bonus. Was war hier? Ich krümme mich, aber ich habe keinen Rücken. Bogen krümmt sich. Klick. Komm, Super Secret, Stahlplattenpanzer. Nein. Oh, doch, das ist aufgegangen. Ein Eisenschlüssel. Okay, können wir die Sachen jetzt wieder mitnehmen? Also die Tür ist aufgegangen. Ich höre kein Rattern. Tür ist immer noch offen. Okay, also anscheinend können wir alles wieder mitnehmen. Das ist doch schon mal gut. Auch wenn wir den Bogen nicht wirklich häufig benutzen und ich keine Ahnung habe, wofür wir noch mal einen Spiegel brauchen könnten. Aber ihr kennt mich ja, ich nehme lieber einfach alles mit. So, wir haben immer noch drei blaue Steine. So, hier ging's weiter. Irgendwas schießt auf uns. Au. Au, au, au. Weg hier. Gut, irgendwas schießt auf uns mit tierisch viel Schaden. Und warum haben die Kämpfer mehr Schaden bekommen als die Dingens? Achso, weil sie in der ersten Reihe standen wahrscheinlich. Und Elijah in der hintersten Ecke hat trotzdem ein Kriegerlevel bekommen, weil er einfach nur viel Schaden abgekriegt hat. Na gut, keiner hat Wunden davon getragen? Nein. Das heißt, wir schlafen jetzt einfach, gehen dann gleich nochmal runter. Also vorher speichern wir lieber mal ab. Dann gehen wir nochmal runter.
Und wenn wir dann jemanden zaubern hören, dann weichen wir erstmal aus oder schießen in die Richtung, wo es herkommen könnte. So. Wo kommst du jetzt her? Nein, dich wollen wir nicht. Dich wollen wir auch nicht. Ihr habt gerade diesen Blitz da fliegen sehen, oder? Ja, schrei des Schleimdingens an. Ist gut. Warum hat er geschrien? Wo ist sein Schwert? Schwert. Hm. Komisch. Na gut, machen wir gleich Tür auf, schmeißen Giftwolken und... Stirb, 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 stirb. Gut, das heißt, hier oben ist jetzt auch der Typ respawned. Und unten scheint der Gegner, der die Blitze schmeißt, direkt vor uns zu sein. Das heißt, wir stellen uns jetzt da hin. Schießen, schießen. Oh. Hallo? Fliegensauge? Chop, chop. Giftbolzen. Okay, viel aushalten tun die nicht. Nur halt der Blitzstrahl ist übel. Obwohl er eben den Blitzstrahl nicht eingesetzt hat. Also entweder bin ich einfach zu schnell um ihn rumgetänzelt oder die Viecher machen das gar nicht im Nahkampf. Was natürlich sehr cool wäre. So. Ich wollte abspeichern, stimmt, da war was. Speichern. Da. 13. Und jetzt gucken wir uns mal hier ein bisschen weiter um. Ich höre keinen Zauber. Da ist eine Tür. Da ist ein Gang. Jetzt habe ich gerade einen Zauber gehört. Aber es war eher ein Teleporter als so ein Blitzzuschgeräusch. Hm. Also hier rechts geht's nach oben. Da ist eine offene Tür. Mit jede Menge Druckplatten, Fallgruben und Schaltern. Das verspricht ja lustig zu werden. Also Tür geht zu. Tür ist immer noch zu. Die Tür da hinten geht zu. Was machst du? Du machst einen Teleporter. Da muss man bestimmt irgendwo was hinschießen. Schmeißen wir erstmal da was hin. Das macht nichts. Legen wir da was drauf. Das macht auch nichts. Den können wir also nur auslösen, wenn wir rauftappern. Was ist mit dir da hinten? Okay, auf die, wenn wir auf die hier drauf treten, geht die Tür zu. Das heißt, wir müssen von hier wahrscheinlich schießen. Au. Wir haben uns gerade selbst angeschossen, davon ist die Tür aufgegangen. Nein, wahrscheinlich ist da hinten irgendwo das Ding gelandet eigentlich. Aber warum haben wir denn einen Schmerzensschrei bekommen? Egal. Wir haben einen Eisenschlüssel. Davon haben wir jetzt schon zwei. Zwei. Und sonst ist hier nichts. Na gut, ich hätte gerne mal meinen Pfeil wieder. Und du machst bestimmt die Fallgrube zu, aber ich will gucken, was da unten ist. Also springen wir oben hin. Heiltrank. Hallo. Du auch ein Heiltrank. Hallo. Du nicht, du nicht. So. Was haben wir denn hier unten? Das ist ja ein größeres Gebiet. Waren wir hier schon mal oder ist das ein ganz... Oh ne, hier waren wir definitiv noch nicht. Eine magische Box, die nicht blau ist. Was machst denn du? Du machst Einfrieren von Leben. Die blaue Box macht Einfrieren von Leben. Okay. Wahrscheinlich ist unser Skill einfach noch nicht hoch genug. Aber es hat sich anscheinend schon mal gelohnt, in das Loch runterzuspringen. Tong, tong. Ne, hier alle abdrücken will ich nun doch nicht. Jetzt würde ich noch gerne wieder nach oben. Und wir kommen raus. Genau da, wo wir runtergesprungen sind. Schöne Sache. Also, gucken wir uns den nächsten Seitengang an. Zauber sind vorbereitet. Jo. Keine fliegen. Ah. Ich gucke, ob der jetzt zaubert. Okay, ich habe hier nicht besonders viel Zeit gelassen, aber in der Zeit hat er nicht gezaubert. Also anscheinend, wenn wir in Nahkampf gehen, zaubern die nicht. Das Grab von König Philios. Philios ist der Sohn. Oder das Kind. Der Herausfinder von Kombinationen. Wo ist mein College-Block?
Also, hier werden bestimmt irgendwo Schalter sein. Da ist ein Schalter. Da ist ein zweiter Schalter. Da ist ein dritter Schalter. Hier ist ein vierter Schalter. Und das war's. Gut. Die Tür machen wir wieder zu. Nicht, dass ich das nicht machen will, aber ich will es nicht jetzt machen. Ich habe euch jetzt mit den letzten Folgen schon genug geschliffen mit dem Grubenrätsel und dem Teleporterrätsel. Da warten wir jetzt noch ein, zwei Folgen und dann zücke ich für den College-Block und schreibe Kombinationen auf. Und hier kommen wieder die Skelette, die wir mit Gift vergiften können. Zack. Und mit Schilden schmeißen. Und beschießen und zerhackstückeln und nochmal schießen. Das sind echt komische Skelette. Die kriegen Schaden durch Pfeile und durch Gift. Also eigentlich Untote, Gift schon mal gar nicht. Und Pfeile bei Sachen, die sehr dünn sind, auch nicht unbedingt. Okay, hier haben wir das Grab des König Milias. Hört sich ein bisschen an wie mein Name, aber was heißt Mili? Ich hätte in Latein besser aufpassen sollen. Na gut, der Goldene, der auch noch im... Ah, der auch noch im Tode Durst hat für Bullions. Bullions sind Goldmünzen. Und da ist ein Loch, also müssen wir wahrscheinlich in das Loch Goldmünzen schmeißen. Wie viele Goldmünzen haben wir denn? Wir haben zwei hier, wir haben eine Menge hier. Fünf und das sind Kupfermünze und Silbermünze. Also probieren wir mal Goldmünze. Klick. Ja, willst du noch mehr? Zwei? Nee, will keine zweiten. Also irgendwas ist jetzt schon aufgegangen. Wir sehen es nur noch nicht. Ah, doch hier. Und noch ein grauer Schlüssel auf grauem Grund. Das wäre Schlüssel Nummer 3. Okay. Also bei dem anderen Grab von dem Kombinationstypen, da wird wahrscheinlich dann auch noch ein Schlüssel sein. Wir haben aber einen extra Schlüssel bekommen, dadurch, dass wir den Bogen auch noch reingelegt haben in die eine Vertiefung. Das heißt, eventuell müssen wir das Grab in der Kombination gar nicht machen. So, ein Schild. Ich nehme an, dass das hier besser ist als das hier, weil das größer ist. Wissen tue ich zwar nicht, aber gut. Was machst du? Du machst einen großen Raum auf. Oh, das ist eine Abkürzung. Das ist jetzt der Rätselraum. Und ich weiß zwar nicht, wofür man eine Abkürzung braucht, denn eigentlich müsste es hier gleich wieder in den Rätselraum gehen. Wir können jetzt hier immer im Kreis laufen. Aber gut. Also, hier waren wir schon. Links ist die Abkürzung. Hier brauchen wir die ganzen Schlüssel. Das heißt, mit der Seite sind wir fertig. Hier geht es wieder rechts zum Rätselraum. Hier geht es links zu dem Kombinationsdingens. Und hier vorne waren wir schon. Also haben wir auf dieser Etage alles gemacht, bis auf das Rätseldingens. Ja, das Kombinationsrätsel. Das heißt, wir drücken jetzt hier erstmal die Eisenschlüssel rein. Eins. Mal gucken, ob ich wirklich recht hatte und wir einen über hatten. Zwei. Und wir brauchten nicht mal einen dritten. Das ist ja nicht schlecht. Wenn du am Leben bleiben möchtest, dann solltest du jetzt umdrehen und rennen. Ich hasse Feiglinge. Bin noch gar nicht umgedreht und gerannt. Komischer Typ. Hier haben wir noch eine Tür. Und noch eine Tür. Also wir brauchen definitiv noch den anderen Schlüssel von dem Kombinationsrätsel. Du machst die Tür zu. Und hier müssen wir wahrscheinlich schnell sein. Können wir die Tür aufschießen mit dem Pfeil? Gucken wir mal. Au. Schießt uns gerade immer selber ab. Aber anscheinend können wir das nicht damit aufmachen. Also ich gehe jetzt vor, diesmal mit den Cursor-Tasten und versuche schnell den Knopf da zu drücken. Und jetzt husche ich durch. Jetzt bin ich zu langsam, weil wir überladen sind wahrscheinlich. Okay, das Schild kann. Also erstmal sacken wir das, den Pfeil wieder ein. Schild kann hier bleiben. Rapier kann wahrscheinlich auch hier bleiben.
Die Keule lassen wir auch hier. Den doofen Helm kann jemand aufsetzen. Den kann er hier aufsetzen. Lederschuhe können hier bleiben. Essen kann mal gegessen werden. So, wiegt Wasser etwas? 0,9. Trinkt man was? 0,7. Okay. Also sollten wir auch die Trinkgefäße mal leer machen. Und später dran denken, wieder sie aufzufüllen. So, er ist immer noch überladen. Der Helm kann zu ihm. Er kann den Helm runterschmeißen. Der Stock, was macht der? Nur schwingen. Aber wahrscheinlich, wenn der Skill später hoch genug ist, macht er noch was Besseres. Der Dolch kann bestimmt hier bleiben. Das Horn ist ganz nett. Das Zauberbuch brauchen wir auch. Was haben wir hier drin? Jede Menge Essen. Das können wir mal verteilen. Der Herr schon bis zum Platzen voll, aber er kann noch ein bisschen was tragen. Nee, das kann er nicht mehr tragen. Also er ist schon mal richtig. Er nicht. Wir könnten seine Schleuder und seine Steine mal aussortieren. Weil, ehrlich gesagt, er kommt fast nie dazu, das zu benutzen. Hasenpfoten, wie viel wiegen die? 0,1. Wie viel wiegt das Buch? 0,5. Aber es ist eh kein anderer da, der Gewicht in Anführungszeichen über hat. Er hat eine Kiste voll Nahrung und er hat eine leere Kiste. Die Fackel kann weg. Na gut, ich tue jetzt hier nochmal ein paar Sachen hin, hier auf das Feld, die wir eigentlich nicht wegschmeißen wollen, die ich jetzt einfach nur kurzfristig aussortiere, damit wir über das Ding darüber kommen. Und dann kommen wir hoffentlich hierher wieder zurück, um die Sachen wieder aufzuheben. Also die drei Kisten wollen wir wieder haben. So. Also ich benutze wieder Cursor-Tasten und versuche schnell durchzuflitzen. Und es hat geklappt. Jetzt versuche ich hier nochmal durchzuflitzen. Hat auch geklappt. Und wir haben einen soliden Eisenschlüssel. Der ist neu. Klopfen wir mal kurz die Wände ab und dann sacken wir ganz schnell wieder unsere Kisten ein. So, ihr drei müsst wieder mit. Gosmog, Zed und Nabi. Gut, keiner ist rot. Die ganzen aussortierten Sachen lassen wir jetzt einfach hier liegen. Da war ja nichts Wichtiges bei. Denke ich zumindest mal. Und wir testen, ob jeder solide Schlüssel passt. Jupp, passt er. Und ich bin schon längst über meine 15 Minuten hinaus. Also machen wir einen Cut. LP 14. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann, ne?